Ja, ich join gleich noch. Auf geht's. Und ich habe nur 12 FPS. Wieso? Hallo, wir sind bei unserem Let's Play. Und da ist Guten Robert. Tag. Ich bin Robert, der goldene Ritter. Der goldene Ritter? Ja, siehst du Deswegen dich, steht über Alter. deinem Kopf auch OG hier, ne? Original Gangster, oder? Ey, das ist ja nicht mein Account, Alter. Ja. Da hört das nicht. Das Glaub, weißt glaubst du. du, ich will Dann mich weiß das freiwillig. jeder, ey. Denkst du, ich will mich freiwillig so nennen, oder was? Wer weiß. OG. Digga. Ja. Und wir sind hier gerade unterwegs und wollten jetzt eigentlich irgendwas machen. Wir wissen noch nicht genau was, aber das werden wir gleich rausfinden. Aber es hat mit Dynamit zu tun. Ach so, also will er das doch machen. Okay, wir werden gleich was in die Luft sprengen. Aber frag dich nur was. Im Channel ist auch noch der Yasha, den alle von League of Legends kennen. Und jetzt kommt gleich noch der Benny. So. Dann leg mal Wie los, Robert. wär's, wenn wir das kleine Dorf da sprengen? Das ist dir selbst überlassen, solange du unsere Festung nicht sprengst. Ja, Bro, da aber hinten ist unsere Festung, die werden wir später noch zeigen, ne? Wie wenn die gesagt, Sonne aufgeht. da wird noch einiges dran gemacht und drüber rumgebaut. Das wird hier noch ein riesen Schlachtfeld, haben wir vor. Mal gucken, ob wir es noch schaffen irgendwann. Aber Robert will jetzt gerade das NPC-Dorf in die Luft sprengen, warum auch immer. Ich werde ihm mal unauffällig folgen und werde mir das mal anschauen. Du kannst mir mal helfen hier. Was? Ich zerstöre hier Ja, nichts. Digga, in diesem Haus hier ein bisschen Dynamit. Ich bin nur der Kameramann. Achso, wir werden auch, ja, denke ich mal, ein bisschen cheaten, so ein bisschen mit Items und den ganzen Kram. Und ja, Ja. wir können auch fliegen, ne? Also ich Ich zumindest, nicht. Robert nicht, der hat keine Flügel, der ist ein bisschen unfähig, aber naja, auf jeden Fall wird Robert jetzt, glaube ich, da was sprengen. Ja. FAM 46, ja, na gut, dann mache ich mal mit, ne? Das ist Dynamit. Ja, 64. So, Wie das bei ein mir. Schalter Wieso. ist 61. Willst du das mit dem Schalter machen? Ja. Aber das geht's ja nicht. Doch, mit so einer Lunte geht das auch noch, ne? Ja. Ah, da kommt schon der Iceman. Der möchte jetzt der Aufnahme folgen, anscheinend. Und ein bisschen runden Sand brauchen wir auch noch. Ich nehme mir nur Dynamit, den Rest machst du, würde ich sagen. So. Und Benny darf dann sprengen. Na, Benny. Was? Das hier willst du in die Luft jagen, oder? Wäre erstmal nett, wenn Benny mal Hallo sagt, erstmal hier und ne, aber nein, gleich So, einfach Benny. reinquatschen hier. Also, was hier los sprengen? Was ist hier los? Ist da Benny gerade? Da ist er gerade geflogen, hat sich schon wieder aus dem Bild verpisst hier. Wo ist er hin? Da, er fliegt, er ist auch so ein Cheater. Fliegt auch durch die Gegend, weil er auch unfähig ist, am Boden zu bauen. So, was macht denn der Robert hier? Robert ist aus Österreich, Ja. ne? Nur so zur Info. Also. Aus Österreich, aber nicht Österreicher. Achso, ach ja, genau, er ist kein Österreicher. Was bist du nochmal für ein Landsmann? Du bist, ah, Ich bin Rumäne. Rumäne, seht ihr, nur damit ihr wisst. Und die deutschen Flaggen in unserer Festung haben nichts zu sagen, ne? Nicht, dass hier irgendwie was noch dann irgendwie über uns gesagt wird hier, ne? Es wird nämlich eine Festung da hinten. Ja, und da werden ein paar Bunker und alles gebaut. Ja. Und ein Command Center haben wir Ja, auch noch Command da. Center haben wir auch. So, was willst du jetzt hier machen eigentlich, ey? Ich will hier alles in die Luft sprengen. Aber wieso hier oben und wo machst du weiter? Ja, ich platziere jetzt mal jedem Haus hier so Ach Dynamit, so, ja also gut. TNT, und dann mache ich hier roten Sand zu einem Schalter und dann alles gleichzeitig. Gut. Klingt doch gut, oder nicht? Dann mache ich mal mit, würde ich sagen. Wir mal loslegen. Ja, zerstören geht immer einfach, ne? Aber aufbauen ist immer was anderes. Ja, zerstören ging früher noch einfacher. Heutzutage musst du ja hier mit dem der Lunte oder so, ne? Jetzt beschwert er sich auch noch, ne? Über die Realistik in diesem Spiel. Alles viel zu schwer heute. Da. Naja, auf jeden Fall haben wir hier vor, Sachen zu bauen, die wir noch nicht wissen, was wir bauen wollen. Unendbar irgendwie. Aber ja, machen dann eine Geisterstadt draus oder so. Genau. Auch mal gucken, Ist gut oder was nicht? uns Minecraft noch so bringt. Und nicht beschweren, dass ich das jetzt hier alles gerade ein bisschen schief baue. Ist ja egal, das Hey. fliegt eh in die Luft. Ein bisschen Blender. So, da. Ups. Ups. Hat keiner gesehen. Egal. Gucken wir mal. Was mache ich da?
So. Gibt's noch was? So, ja. So, willst du jetzt einfach alles in die Luft schreiben? Aber willst du jetzt wirklich das komplette Dorf hochjagen, oder wie? Ja, wieso nicht? Na gut. Wenn es dir nichts ausmacht? Mach, mich interessiert das Dorf hier nicht wirklich, ey. Solange Na, man das später nicht irgendwie wieder. Benny, interessiert dich das Dorf? Mach weg. Haben wir mehr Baufläche. Alles Apropos, gut. wir sprengen dieses Dorf aus dem Sinn, weil wir Baufläche brauchen. Weil hier kommt nämlich die zweite Festung hin, der Gegner. Oder der Feind, oder was weiß ich. Oder hier wird eine Stadt gebaut, die vernünftig aussieht und nicht so ein paar Holzhäuschen hier. Zum Beispiel, Ja, ne? wir werden da uns schon irgendwie kreativ beteiligen. Denk ich mal. Aber mal schauen. So, bis gleich. Und denkt dran, es ist nie zu wenig TNT da. Ja, so sieht's aus. Und ich werde euch gleich mal unsere Festung zeigen. Obwohl, das könnte ich ja eigentlich mal machen in der Zeit, wo ihr das hier mit TNT pflastert, oder? Zum Beispiel, ja. Okay, dann werde ich mal Mach mal. losfliegen. Aber mach mal vorher Tag, damit man besser sehen kann. Okay, erstmal zeige ich bei Nacht. Seht ihr, wie schön die Türme leuchten? Nein, seht ihr nicht. Dann werde ich jetzt mal. Time set. Ich glaube, so war das, ne? Jetzt zeige ich euch unser schönes Dorf. Oder besser gesagt, der Bunker, die Festung. Fangen wir mal an. Das ist unsere schicke Festung. So. Draußen ist auch schon ein Tarnbunker, der beleuchtet ist. Ja, ich weiß, das macht Sinn. Beleuchteter Tarnbunker. So, hier könnt ihr jetzt unser leichtes Reich betrachten. So. Dann die beiden schicken Deutschlandflaggen hier. Das ist das Command Center, beziehungsweise unser Häuschen, wo noch viel dran getüftelt wird. Oh. Ich zeige es euch auch später von innen. Der Berg muss noch weggerissen werden. Das dauert noch ein bisschen. Oben ist die Satellitenschüssel, zu der ich auch noch später komme. Düpp, düpp, düpp. Wenn Sie Ihre Pornokanäle empfangen können. Genau, so sieht's aus. Und ich weiß nicht, was hier getrieben wurde, aber teilweise wurde hier noch ein bisschen weiter gewickelt und ich weiß noch nicht, warum da ein Loch ist. Und hier wurde wohl was weggesprengt. Da hinten ist der Heliplatz und ja, mal gucken, was hier noch mit angebaut wird. Es war noch der Plan irgendwie von, ja, irgendwie. Ja, das wissen wir noch nicht so genau, was wir machen. Ja, wir lassen uns inspirieren von allen Leuten und so, die teilhaben. Da ist ein riesen Wachturm mit einer großen Flagge drauf. Ja, das ist so der leichte Überblick erstmal von außen. Keine Ahnung, was da hinten gebaut wurde. Auf jeden Fall ist das ein großer Tower. Oder weiß ich nicht. Kreuz, wie auch immer, keine Ahnung, was das wird. Ja, und das wird halt ein schöner Bunker, beziehungsweise eine Festung und mal gucken mit Panzern und was weiß ich nicht, was da noch alles rankommt. Ja. Wie sieht's bei euch mit dem TNT aus? Ich platziere gerade hier so, roten Sand. Mach schon mal den Hebel bereit. So, dann zeige ich euch mal ein bisschen von innen. Hier sind die schicken Feldbetten. Kann man sich schön schlafen legen. Die hat ein gewisser Blackburn gebaut, der kommt nämlich auch noch mit hinzu. Ja, und den Rest zeige ich euch dann mal später, oder? Gucken wir mal, was haben wir denn da oben? Ups. Wollte auch mal auf Fliegen drücken. Hier ist das sogenannte Command Center. Riesig, ne? Ja. Man kommt hier überall aufs Dach und wohin man auch immer will. Und das sieht alles noch ein bisschen kahl aus und wird noch ein bisschen weiter ausgebaut. Ja. Ist auf jeden Fall noch viel Arbeit dran. Düpp, düpp, düpp. Jetzt schon ordentlich TNT verlegt oder wie? Ja, ich glaube, jedes Haus hat ein bisschen TNT Wie drin, sieht oder die nicht? Spann man geht? Benny? Ja, ich habe auch noch unterm Haus ein bisschen was verlegt. Oha, okay, dann komme ich jetzt mal rüber geflogen. Zu der Festung kommen wir später an unseren anderen Bauwerken und werden jetzt erstmal hier das Dorf in die Luft sprengen. Das ist ja für eine erste Folge ja schon mal ein gutes Projekt, würde ich sagen. Direkt mal was zerstören, gar nicht irgendwas aufbauen, sondern gleich mal was kaputt machen. Ja, auch der Sinn von Minecraft, Ja, ne? kaputt machen oder was? Also klar, Digga. Oh. Ja, Wofür wurde hier sonst TNT eingeführt? ich glaube, TNT ist eher dafür gedacht gewesen, irgendwas wegzuspringen, was im Weg ist, aber na gut, das Dorf ist ja in dem Fall jetzt im Weg, ne? Richtig. Für Platz, ne?
Aus Platzgründen natürlich. Ja, wir wollen ja hier noch was Großes ranbauen. Wir wissen zwar noch nicht was, aber es wird auf jeden Fall was Großes werden. Und dafür ist dieses Dorf im Weg. Aber es ist schon mal ein Ja. Anfang. Oha. Hier wird alles mit TNT zugepflastert. Na gut, die Festung ist weit genug weg. Die Mauern sind eigentlich dick genug. Hoffen Die wir. Mauern sind dick genug eigentlich, um sowas standzuhalten. Ansonsten werden wir es gleich feststellen. Also wir haben hier noch einige Projekte am Start, aber zu dem eigentlichen Server, wo wir sonst drauf sind, also von unserem anderen Kollegen, da haben wir große Projekte vor. Die werden wir demnächst zeigen. Der ist nämlich zurzeit nicht da. Da Oh wird ja. dann wirklich richtig gebaut. Hier ist eigentlich so ein Fun-Projekt so, wo einige oder mehrere Leute mitgemacht haben, just for fun und ja. Zum Beispiel unser Genau. Höllendorf, was ich euch auch noch sagen wollte. Weil Jonas und ich haben ausgemacht, also eigentlich hatte ich die Idee, aber dann ist mir eingefallen, ihr könnt ja ruhig mitmachen. Will ich ja jetzt im Untergrund jetzt so ein Dings bauen, ne? So eine Stadt. Also mehr so ein Schloss eigentlich, keine Stadt. Und können das aber so machen, dass ihr auch dort baut. Sprich, ich baue mein Schloss hin und ihr baut in meiner Nähe dann sozusagen die Häuser vom Okay. Schloss. Und das Ganze wird dann unter der Erde sein. Alles wird komplett ausgehöhlt, ja, also so hoch wie möglich. Und der Boden wird hauptsächlich aus Lava bestehen. Sprich, da werden nur so hier und da ein bisschen Gestein sein, um die Überbrückung zu unseren Häusern hier zu machen. Das heißt also, es wird eine heiße Angelegenheit da drin. Hört sich auf jeden Fall gut an. Da haben wir auch schon ein Bahnsystem und da wird auch noch einiges Großes passieren und wir haben da auch eine große Überraschung. Oder was heißt eine große Überraschung? Auf jeden Fall eine tolle Bucht mit einem tollen Schiff drin und so und das werden wir alles noch zeigen und machen und tun. Aber ich bin ja mal gespannt, wie lange die hier brauchen, bis sie das Dorf mal endlich gesprengt kriegen. Ich habe gleich fast alles Okay. platziert, was Dann platziert muss ich mir werden noch eine muss. gute Aussichtsplattform suchen, von wo ich dann das alles so ein bisschen zeigen kann. Und der Tintenfisch da hinten hat irgendwie ein bisschen Probleme. Ich weiß nicht, was mit dem da los ist. Der will wohl sein Haus beschützen. Um den Naja, Tier. der wird gleich mit weggesprengt. Ja. Seht ihr alle schon sehr spannend hier aus? Ah, da hinten schiebt sich schon wieder jemand irgendwas zu. Und weiter geht's. Das wird die TNT-Sprengung hier. Ah, vielleicht gibt es ja irgendwann noch Atombomben, dann braucht man nicht mehr so viel TNT, dann machen wir noch eine Bombe hier in die Mitte und dann fliegt alles hoch. Zum Beispiel, ja. Sieht hier alles sehr spannend aus. Müsste man ja auch ein bisschen Musik hinterlegen eigentlich, ne, bei Minecraft-Videos. Damit das nicht alles so statisch wirkt. Naja, wie So sagtest du so langweilig. schön, wenn die 3D-Tetris, ne? Obwohl Robert und ich ja vorhin zu der Meinung gekommen sind, dass 3D-Tetris ja noch schöner aussehen würde, ne? Eigentlich ja. Ja. Theoretisch schon. Aber sag mal, Benny, hast du auch irgendwo TNT gebaut, damit ich halt noch hier Sand da platzieren kann? Nee, Da sowas habe ich hinten? nämlich nicht. Hinter dem Brunnen? Bei dem Haus? Drin ist nichts. Nee, hier habe ich nichts. Willst du da Gut. noch was reinmachen? Komm. Ah, mach Ja, mal noch. Damit mal hier Dings mach alles mal hier. haben. Keine halben Sachen, ne? Ja, richtig. Hey, hallo. Jetzt wurde ich auch noch eingebaut. Und es Wie komme ich sprengt. denn jetzt hier raus? Oh. Ach da. Wenn ich hier noch eigentlich sehe, wollen die mich noch wegsprengen? Ich will denen hier so ein schönes Video zeigen und die wollen mich in die Luft sprengen. Na, alles klar. Wie gut. Wo machen wir den Schalter hin? Das ist dir überlassen. Warte, da hinten ist ja noch ein. Oder? Machen wir mal. Ah, hier. Na, kein TNT, was ist das? Nee, was hast du seiner Oh, hier kann man Verteidigung viel zu sagen? reinpacken.
Glas. Ich benutze keine Türen, ich benutze Fenster zum Einsteigen. Wer nein, das hast du jetzt gesagt.